Verkehrspolizist Wang Teng aus der chinesischen Stadt Chengdu hat einen Horrortrip beinahe unversehrt überstanden. Bei einer Verkehrskontrolle hatte ein illegaler Taxifahrer das Gaspedal plötzlich durchgetreten und sich nicht darum gekümmert, dass sich der Polizist an sein Auto klammerte. Über eine Strecke von 5 Kilometern hielt sich Wang Teng an dem Hyundai fest. Laut Angaben der Polizei erreichte das Auto zwischenzeitlich Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Der flüchtige Fahrer versuchte dabei, den Polizisten mit riskanten Fahrmanövern abzuschütteln. Was wie aus einem Actionfilm klingt, war für Wang Teng bitterer Ernst. Ich hatte nicht das Gefühl, mich festhalten zu können, aber ich wusste, dass meine Kollegen schon bei der Verfolgung sind. Ich habe die Sirenen gehört, sehen konnte ich sie nicht. Eigentlich habe ich gar nichts gefühlt, während ich auf dem Auto war. Irgendwann gelang es Wang Tengs Kollegen dann, das Auto zu stoppen. Kurz später, sagt er, sei er in Ohnmacht gefallen. Taxifahrer Ma Jian wiederum, der sein Taxi bereits seit längerem mit einem gefälschten Nummernschild betrieben hatte, wurde verhaftet. Und seinen Führerschein ist er hoffentlich für immer los.